Die Lage schwebt zwischen Anspannung und Entspannung. Im schwer vom Hochwasser bedrohten nordrhein-westfälischen Erftstadt Blessem, südlich von Köln, ist die Rettungsaktion für Anwohner, einem Sprecher des Rhein-Erft-Kreises zufolge, zwar abgeschlossen, aber es sei noch nicht auszuschließen, dass die Retter bei den Aufräumarbeiten Tote finden könnten. 170 Menschen sind nach Angaben der Behörden teils mit Hilfe von Hubschraubern aus dem überfluteten Gebiet gerettet worden. Bislang sei jedoch nichts über Schwerverletzte oder Tote bekannt. Die Bundeswehr beteiligte sich an den Arbeiten und sei unter anderem auch mit schwerem Gerät im Einsatz. Der Pegel der Erft sank am Samstag leicht, doch weiterhin bleibt die Situation vielerorts unübersichtlich und angespannt.